So, da, heute gibt's einmal einen Zombie-Film aus der italienischen Ecke. Ne? Wir schauen uns Ein Zombie hing am Glockenseil aus dem Jahr 1980 an. Wie immer gibt's jetzt einen Trailer und wie immer oder wie so oft aus der Zeit ist der Trailer viel zu lange. Das ist er, der Schocker, der neue Reißer, der ihnen das Blut gerinnen lässt. Hier kommt er, der neue Film von Lucio Fulci, den die Fachwelt den Meister des Schreckens nennt. In diesem Film übertrifft er seine eigene kühnste Fantasie. Sind Sie endlich in Kontakt? Ein Zombie hing am Glockenseil. Das war das Signal für die Wiederauferstehung verbrecherischer Toter, die auf satanischste Art über die Lebenden herfallen. Ein Zombie hing am Glockenseil. Ich habe Gott und die Welt gefragt. Eins steht fest, es gibt kein Dunwich, in keinem Ortsverzeichnis. Vielleicht hat er vor ein paar hundert Jahren so geheißen. Na, mir kaum Aussichten, den Ort zu finden. Oder aber man ist ein guter Journalist. Ich folge Ihrem Instinkt. Ernsthaft? Die Hölle, die Sie in diesem Film erleben, macht Ihren Kinosessel zum elektrischen Stuhl. Nein! Sie ist doch hier! Es zerreißt mir die Nerven, wie soll ein Mensch das überstehen? Ich will weg! Ich will fort aus diesem Haus! Jerry! Das kalte Grauen geht um in der Stadt der lebenden Toten. Was nützen Dolche gegen Zombies? Vor allem gegen den, der am Glockenseil hing. Ein Zombie hing am Glockenseil. Hier wird das unvorstellbare Grauen entsetzliche Wirklichkeit. Demnächst in diesem Theater. Jawohl, und da haben wir ihn hinter uns. Ein Zombie hing am Glockenseil, also der Film hat natürlich einen italienischen Originaltitel, den ich jetzt nicht nennen werde, weil ich nicht die geringste Ahnung habe, wie man das ausspricht. Ich schreibe am Ende dazu, jetzt könnt ihr gerne lesen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, aus dem Jahr 1980 hat er Lauflänge ungeschnitten, vor 93 Minuten, obwohl der Film eine ziemlich starke Odyssee hinter sich hat, was Schnitte angeht. Der hat über also Indizierung, Beschlagnahmung, der hat mehr oder weniger alles in Kauf nehmen müssen, was ja gerade irgendwie möglich gewesen ist. Draht hat die ganze Sache der Lucio Fulci oder Falchi, je nachdem, wie man es lieber ausspricht, italienischer Regisseur, Produzent, Drehbuchautor, der ist vor allem bekannt worden eben durch seine Horrorstreifen in die 70er und 80er Jahre. Von dem habe ich sogar nur den einen oder anderen Film da vielleicht. Sehen wir eben aus einem anderen Werk nachher auch nur mal. Ein Zombie hing am Glockenseil, worum geht es ganz grob? Ort des Geschehens ist der Ort Dunwich, wo auch immer der umgehen mag. Und der dortige Pfarrer begeht Selbstmord auf dem Friedhof, also hängen sie mehr oder weniger an einem Ast auf und das ganze, also die ganze Begebenheit wird durch ein Medium im weit entfernten New York mehr oder weniger gesehen, die an der schrecklichen Vision fast stirbt. Die Gruppe, was sie da zusammengefunden hat, sieht da mehr oder weniger in dem Selbstmord
von dem Fahrer so eine Art Erfüllung einer Prophezeiung, die in einem Buch gestanden ist, das keine Ahnung wie viel tausend Jahre alt gewesen ist. Und dadurch sollen nachher mehr oder weniger die Toten wieder auferstehen und die Tore zur Hölle sollen sie öffnen. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, was da nun passieren hätte sollen. Zusammen mit einem Reporter, Peter, machen sie sich auf von nach Dunwich. Die haben zwar keine Ahnung, wo das umgesollt, aber sie finden es trotzdem und schauen da mehr oder weniger dann nach dem Rechten. Die Story hat sich für mich sehr gut angehört. Ich habe mich sehr stark auf den Film gefreut. Ich habe im Vorhinein immer sehr große Lobgesänge eben auf den Regisseur gehört und eben auf die Horrorfilme, die was er gemacht hat. Und Horrorfilme, speziell Zombiefilme eben aus der ganzen italienischen Ecke da in der Zeit. Da hat es ja anscheinend ein paar so tolle gegeben. Und ein Zombie hing am Glockenseil, wird da wie genannt als, keine Ahnung, Inspirationsquelle für so viele Filme und Vorreiter und der hieft das Horrorgenre nochmal auf eine neue Ebene und so weiter und so fort und pipapo und was weiß nicht, wo du weißt. Es ist einfach nicht der Fall. Der Film hat, also was die Gewaltdarstellung angeht, hat er ein paar ganz gute Sachen dabei. Insbesondere zwei Szenen, die was mir vom Ablauf her, ich sage jetzt mal, wirklich sehr gut gefallen. Okay, man sieht natürlich zu jeder Zeit, dass das Blut extrem künstlich ist, weil es so farbintensiv und so rot ist, dass es unmöglich richtiges Blut sein kann. Aber das sei mal dahingestellt, die Effekte sind handgemacht, da sind aber nicht die Einfälle mit dabei. Das passt also von der Seite her schon mal. Es ist nur leider der Fall, dass der Film ansonsten, zumindest einmal für meine Begriffe, unglaublich langweilig ist. Und wieso ist das so? Ganz simpel. Aus irgendeinem Grund hat der Regisseur wohl irgendwie einen künstlerischen Anspruch an einen Zombie-Film gestellt, in was er macht, und das ist halt ziemlich fehl am Platz. Nicht falsch verstehe, einen guten Zombie-Film machen ist in gewisser Hinsicht, ist es eine Kunst, das kann nicht jeder, aber ich brauche in so einem Zombie-Film ganz einfach nicht irgendeine poetische Bildsprache, irgendeinen metaphorischen Blödsinn, der was aus dem Off einer gesprochen wird, was nachher irgend so eine, keine Ahnung, was für hochtrabende Bedeutung haben sollte. Das brauche ich in einem Zombie-Film ganz einfach nicht. Ein Zombie-Film, der muss mich ganz einfach mitreißen, da möchte ich anständig was sehen. Der kann von mir aus auch ein kleines bisschen Spaß machen. Beispielsweise haben wir sowas gehabt in Video Dead. Der Film ist wirklich komplett Grütze, absoluter Blödsinn. Aber wir haben die Zombie-Baut, die was mit der Motorsäge über die Wiesen läuft, und das ist einfach gerade geil. Und ein Zombie-Film soll genau das machen. Er soll mir beim Anschauen Spaß machen. Der soll mich für die Zeit, die was er dauert, ganz einfach mitreißen. Da darf jetzt nicht irgendwie ein großer Leerlauf entstehen oder sonst irgendwas auf die Art. Für das schaue ich mir einen Zombie-Film nicht an. Und ganz genau das macht leider ein Zombie hing am Glockenseil. Wir haben an dem Film, wie gesagt, zwei recht starke Szenen. Wir haben eine gute Musikuntermalung. Das ist etwas, was bei den italienischen Filmen eben aus der Zeit in dem Genre eigentlich alle ganz gut ist. Die haben eigentlich so ein bis zwei Leitthemen, die was eingespielt werden. Und die machen es aber alle richtig gut. Und das passt dann ganz einfach auch. Also musikalisch wunderbar. Abgesehen davon haben wir den Filmtitel Ein Zombie hing am Glockenseil, und auch das ist, finde ich, ein ziemlich cooler Titel, positiv natürlich anzumerken. Ansonsten muss ich ganz einfach sagen, dass ich vor dem Film nicht sonderlich viel verstanden habe. Das Ende sowieso nicht, entweder haben sie die falsche Perspektive gewählt, haben sie gemacht, sie haben sowieso zu tun gedreht, und irgendwie habe ich nicht die geringste Ahnung, was das Ende bedeuten soll. Und auch der Pfarrer, der was ja mehr oder weniger nachher so eine Art Boss der Zombies ist, der die da mehr oder weniger durch die Straßen schickt und die Leute angreifen sollen. Und da gibt es eben auch so ein Finale auch in so einer Gruft unten und auch vorher schon. Also der kann sich mehr oder weniger irgendwie so teleportieren, und nachher schaukelt die ganz lang an, und wenn du zugeschaukst, nachher musst du mehr oder weniger alle Eingeweide rauskotzen, und an dem stirbst du nachher. Genauso finde ich es ein bisschen am Blödsinn, dass auf einmal alle Zombies nachher in Feuer aufgehen, nur weil du einen mehr oder weniger mit einem Holz durchbohrst. Das hat sich mir eigentlich alles miteinander nicht sonderlich erschlossen, und deswegen ist der Film für mich ganz einfach, ich sage jetzt einmal, ziemlich unten durch. Abgesehen, wie gesagt, von zwei
maximal 3 Szenen, die was ganz passabel gelungen sind. Aber wenn ich jetzt einmal nur von dem Film ausgehen müsste, nachher kann ich ganz einfach sagen, dass der Regisseur dem Ruf, was er hat, nicht gerecht wird. Und auch der Film den Ruf, den was er hat, absolut unverdient mehr oder weniger hat. Weil insbesondere im Genre der Zombie-Filme, da gibt es teilweise Konkurrenz, die ist so dermaßen stark. Ich weiß nicht, vielleicht geht es irgendwie anders. Jetzt könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Mir persönlich hat der Film leider überhaupt nicht gefallen.